Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge vom Tourist Bus Simulator. Den habe ich mir mal gekauft, einfach. Ich habe auch ein Lenkrad und Pedale und so. Und den wollte ich heute einfach mal spielen, einfach mal ausprobieren. Und genau, ich würde sagen, wir starten direkt. Wir sind jetzt hier am Flughafen angekommen. Und gehen jetzt, hier steht die Firma, verlasse den Flughafen und steige in ein Auto ein. Okay, alles klar. So, wie steigt man denn jetzt hier ein? Mit C. Okay, wir sind im Auto drin. Und Start. Okay. Dann Gang hoch. Feststellbremse lösen. Und es geht los. Okay. Ja. Uah. Okay, wir fahren ein bisschen zu schnell. Egal. Die brettern hier einfach komplett lang. Ah, 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 ah. Hat niemand gesehen. So. Genau, dann hatte ich mir einfach mal gekauft. Da hatte ich mir auch noch ein Lenkrad dazu gekauft. Und davor hatte ich halt einen PC, aber der war viel zu schlecht dafür. Deswegen habe ich auch einen anderen bekommen. Und genau, ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es ist. Der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen euch mitnehmen, wenn es euch interessiert. So, wir müssen jetzt auch erstmal zum Firmengelände. Okay, cool, wir haben schon Firmengelände. Und ja, dann müssen wir. So. Entschuldigt mich bitte auch, wenn es jetzt hier ein bisschen quietscht. Das sind meine Pedale. Irgendwie, ich weiß nicht, warum die quietschen. Oh, ich kann auch noch die Lichter einstellen. Ha. So. Wenn wir hier in den Kreisel reinfahren. Oh. So. Und jetzt hier. Ah, hier links. Hallo? Mein Lenkrad, irgendwie. Ah, oh, ich habe Taberna Talinka entdeckt. Oh, knapp. Also, Motor aus. Und aussteigen. Okay, mein Firmenname. Warte mal. Also, mein Kanal heißt Gaming Alien. Das heißt, ich nenne ihn Galaxy Express. Express. Zack. Okay, die Firma, betrete dein Büro. Alles klar. Okay, jetzt hole ich mir meinen ersten Bus. Uhu. Neufahrzeuge. Ah, yeah. Oh, wir haben schon 200.000. BB40? Oder soll ich mir so einen richtigen Bus? Na komm, so ein richtiger Bus, den brauchen wir. Nee, hier so einen, ne? Okay, nee, der braucht Ölwechsel. Ah ja, man muss ja auch dann selbst sich da immer um die. Okay, der ist schon ein bisschen besser. Okay, aber ich glaube, ich kaufe mir den hier. Ja, einfach mal kaufen. Zack. Am 6.06.2020 vom, was stand da? Abholen? Ja, egal. So, und wir haben jetzt unseren ersten Bus. Wir müssen jetzt hier erstmal raus. Ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme auch so leckt. Ich hoffe nicht. Ah, da ist mein Auto. Das habe ich da ja wunderschön geparkt. Okay, jetzt müssen wir irgendwie zum Hafen oder so und starte den Motor. Okay, rückwärts. So und vorwärts. Ah, jetzt. Und wir beachten natürlich auch super die Verkehrsregeln. Einen Moment, irgendwie meine Pedale. Ah! Ah! Meine Pedale, die sind nicht gut. Ein Moment. Ah!
So, und jetzt da vorne in den Kreisel und wieder zurück. Ah, wir müssen da unten hin. Okay, so, also hier den Kreisel. Ich weiß nicht, was ihr jetzt gesehen habt hier, aber das war nichts, ne? Also, ihr habt da nichts gesehen. So, und wir fahren jetzt weiter zum Hafen. Ja, ich wollte mal was Neues ausprobieren, weil sonst nehme ich ja mal Vollgas auf. Aber ich habe das jetzt diesmal ausprobiert. Und ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen. So, jetzt hier. Oh. Also ich bin jetzt nicht der beste Autofahrer, wie man merkt. Mikrofon ein bisschen näher zu mir. Und warum? Das Auto fährt sich gerade richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass. Also es leckt auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich gerade auch währenddessen noch aufnehme. Kann sein. Sonst leckt es nicht so. Ich habe es halt schon mal ausprobiert, so, ne? Okay, und auf die Autobahn. Jetzt können wir hier mal richtig heizen. Wie viel schafft das Ding? Ich wurde geblitzt. Oh. Okay, 117, 120, 124, 127, 128. Warum sind hier so viele Blitzer? Mann, ich wurde schon zweimal geblitzt. Innerhalb 10 Sekunden oder so. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen an die Verkehrsregeln halten. Okay, jetzt hier. Ja. Okay. Und jetzt. Ah, jetzt hier rechts. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Jetzt hier rechts abbiegen, glaube ich. Ja. So. Oh, ein Strand. Kann man auch baden gehen? Das wäre cool. Okay, wir holen auf jeden Fall jetzt den Bus ab. Ist ja hoffentlich so ein großes Ding. Okay, wir fahren ein bisschen zu schnell. Ich weiß auch nicht, ob hier jetzt gleich ein Auto kommt. Hä? Das Ding bringt es da ja auch richtig. Hä? Da stand so ein, was es bei Baustellen immer gibt, wenn die Autos dann irgendwie nach rechts oder so fahren sollen. Okay, wo steht der Bus? Da hinten. Okay. Gleich sehen wir zum ersten Mal den Bus. Und, wo ist er? Der Bus? Hallo? Ah, da bist du ja. So, direkt hier neben parken. Motor ausstellen, damit wir keinen Benzin verbrauchen. Und da ist das Prachtstück. Oh. Nice. Okay. Einsteigen. Türen zu. Hinsetzen. Und Zielanzeige aktivieren. Frera de Servicio. Zündung starten. Motor starten. Fahren da wirklich solche großen Busse? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen gehen wir in die Ego-Perspektive. Oh, Achtung, dein Bus nimmt mal jedes Mal Karosserieschaden bei Unfällen. Oh nein. Okay. Hallo. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall der erste Bus. Lass dein Fahrzeug zurück und fahren mit dem Bus zurück zum Firmengelände. Alles klar, und dann hoffe ich, dass wir dann auch schon bald die ersten Fahrgäste abholen können. Ich kann auch meine Kopfhörer rausnehmen. Also ich habe hier immer so in einem Ohr immer so Kopfhörer drin, damit ich halt so ein bisschen hören kann, weil ich finde immer ohne Ton ist immer ein bisschen doof. Aber so. Ich halte mich jetzt richtig an die Verkehrsregeln. So, jetzt hier links. Okay, man darf 110 km/h fahren und wir fahren gerade 80, 90,
98, 100. Okay, jetzt geht's auch nicht weiter. 101? Oh, okay. Also ich bin wirklich der beste Busfahrer. Und wir fahren jetzt hier wieder zum Firmengelände. Und ich würde sagen, das war es dann auch eigentlich schon mit dem Video. Ich kann ja vielleicht mal noch ein Video machen, wenn ich das viele angucken. Und hoffe, das Video hat. Warum steht da mein Auto wieder? Habe ich das also nicht zurückgelassen? Ja, egal. Also ich hoffe, euch hat das einigermaßen gefallen jetzt. Und ihr guckt auch meine weiteren Videos, lasst ein Abo da, ein Like und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.